herzlich willkommen bei uns hier in Salzburg im Headquarter von Kiska. Unser Slogan heißt Designing Desire. Das heißt, wir versuchen Produkte und Kommunikationsmittel zu designen, die beim Kunden ein gewisses Besitzverlangen auslösen. Und gleichzeitig versuchen wir den Auftraggebern, das heißt den Unternehmen, den Marken, den Personen dahinter, ein unverwechselbares, wiedererkennbares Erscheinungsbild zu verleihen. Der Prozess des Ofendesigns ist eigentlich zumindest in der Anfangsphase immer noch wie vor 20 Jahren. Das heißt, wir versuchen mit Hilfe von Skizzen und Ideensammlungen einmal ein möglichst breites Spektrum aufzuzeigen, dann in Gesprächen mit dem Kunden die Leitlinien aufzustellen und dann über den Einsatz von 3D-CAD-Instrumenten auch frühzeitig Technik zu implementieren, um zu sehen, passen Proportionen, Materialien, Machbarkeit, Technik, passt es zusammen, um sehr frühzeitig eigentlich eine Art digitalen Prototyp zu entwickeln, der Aussage nicht nur über die ästhetische Funktion, sondern eben auch über Themen wie Machbarkeit und Material ermöglicht. Die Zusammenarbeit mit dem Haus Ricker hat im Jahr 1999 begonnen. Auf eine sehr lustige, ungewöhnliche Art und Weise, nämlich über einen gemeinsamen Steuerberater, der uns beide bei einem Mittagessen in Salzburg zusammengebracht hat mit den Worten: Ich glaube, ihr solltet euch kennenlernen. Und der Funke ist gesprungen sozusagen. Und die erste Challenge war zu verstehen, was treibt denn Herrn Riener? Das heißt, am Anfang war das Spektrum, das wir gezeigt haben, ein bisschen größer als üblich, um einfach unterschiedliche Richtungen mit ihm zu diskutieren und zu verstehen, was ist ihm selber wichtig. Design hat ja die Aufgabe, nicht nur die innewohnenden Qualitäten des Produkts zu zeigen, sondern einem Unternehmen, einer Marke über lange Zeit auch ein Gesicht zu verleihen. Dieses Gesicht ist im Falle eines eigentümergeführten Unternehmens auch immer mit dem Inhaber verbunden. Und insofern gilt es in der Anfangsphase mal herauszufinden, was treibt ihn und wie steht er zum Thema Gestaltung. Die Öfen vor 20 Jahren waren doch nur sehr einfach gehaltene Produkte. Mittlerweile ist da eine Menge Technik drinnen. Und mit der muss man sich auch als Gestalter auseinandersetzen. Die Bedienbarkeit für die Nutzer sollte gegeben sein, trotz mehr Technik. Das heißt, dem benutzerfreundlichen Konzept muss man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Und gleichzeitig hat sich der Anspruch der Kunden verändert. Also wir haben eigentlich rundherum die Latte ein bisschen höher gelegt bekommen. Vielleicht eine kleine Anekdote zum Thema Individualisierung. Ich habe meine Lehrjahre bei Porsche Design absolviert. Und bei Porsche Design gab es eine Devise, die heißt, jede Farbe ist gut, solange sie schwarz ist. Und dann kam ein Händler auf uns zu und hat gesagt, ich möchte Porsche Design Produkte auch in Braun. Es ging um Lederprodukte. Und wir haben gesagt, wirklich? Glaubst du wirklich, du kannst das verkaufen? Der hat gesagt, es ist nicht da, um verkauft zu werden. Es ist nur da, um hergezeigt zu werden. Ich weiß ja eh, dass die schwarze Version nehmen, aber die hätten gern die Auswahl. So viel zum Thema Individualisierung. Der Ofen der Zukunft wird sich an den gleichen Kriterien entlang bewegen wie der Ricker-Ofen der letzten 20 Jahre. Das heißt, langlebiges Design, trotzdem Wohntrends folgend und damit auch in die Zeit passend. Und vor allem die sehr komplexe Technologie, die Ricker auszeichnet, besserer Brennwert, bessere Emissionswerte mit möglichst viel Behaglichkeit verknüpfend. Das heißt, die Challenge bleibt die gleiche, die Geschmäcker ändern sich.